Die Aktienmärkte erreichen neue Rekorde, aber all das hat seinen Preis. Denn ohne staatliche Interventionen durch Notenbanken oder durch die Staaten direkt wären die Aktienmärkte nicht da, wo sie jetzt sind. Wir haben also praktisch eine schleichende Verstaatlichung von Märkten und das wird uns noch lange, lange, lange beschäftigen, noch unsere Kinder beschäftigen. Kurzarbeitergeld wird praktisch verlängert bis 2022. In Amerika, da haben wir MMT, in dem die Leute praktisch alimentiert werden über wöchentliche Schecks. Wir haben in Deutschland die Aufhebung der Pflicht zur Insolvenzanmeldung. Also all das sind Dinge, wo man eigentlich von einer freien Wirtschaft, von freien Märkten gar nicht mehr sprechen kann. Und die Frage ist, was machen da die Aktienmärkte? Ist das eine Art Zimbabwisierung? Ist das eine Art Inflation, die da stattfindet, die man an den Aktienmärkten schon spielt? Das wollen wir uns im Folgenden mal anschauen. Zunächst zu den Rekorden. Wir haben jetzt im S&P 500, wenn der heutige Tag noch positiv wird, und derzeit sieht es fast danach aus, den besten August seit dem Jahr 1984. 60% ist der Leitindex der Welt gestiegen seit dem Märztief, das wir gesehen hatten im Gefolge der Corona-Krise. 13% seit dem 30. Juni, also jetzt praktisch seit Anfang Juli. Und insgesamt hatten wir nur 4 Handelstage jetzt im August, die negativ waren. Alle anderen waren positiv. Die letzten 7 Handelstage waren alle durchweg positiv, sodass wir insgesamt, was jetzt die Marktkapitalisierung der Weltmärkte, der weltweiten Aktienmärkte betrifft, bei über 91 Billionen Dollar sind. Das ist jetzt auch mit 103% die höchste Marktkapitalisierung in Relation zum BIP der jeweiligen Länder, seit es diese Messeinheit gibt. Wir sind also hier auf Allzeithoch, könnte man sagen. Und es ist ja nicht so, dass wir jetzt eine Wirtschaft haben, die so auf Allzeithoch agiert. Wir haben vielmehr ja die Probleme so ein bisschen kaschiert. Klar, wir haben eine deutliche Erholung der Wirtschaft, das ist gar keine Frage. Die Bereiche, die jetzt wieder anziehen, andere krebsen weiter vor sich hin, werden im Prinzip vor der Pleite nur geschützt. Und es ist eine Frage der Zeit, bis eben dann diese Pleitewelle anrollt. Und das will man aber möglichst verhindern. Man will den Schmerz in die immer weitere Zukunft verschieben und durch staatliche Zuwendungen erst einmal kaschieren. Das hat in der DDR und im Sozialismus lange auch funktioniert, bis es nicht mehr funktioniert, weil das System innerlich rot ist. Schauen wir uns zunächst mal an, was sozusagen die Märkte dann draus machen. Wir sehen, dass die Inflationserwartungen vor allem in den USA, aber auch in Europa deutlich steigen. Und man könnte im Prinzip ja sagen, die steigenden Aktienmärkte, das ist ein Zeichen von Inflation, Asset-Inflation eben. Und jetzt sind wir also so hoch in Sachen Inflationserwartung wie seit dem Jahr 2019 nicht mehr. Und heute geht es ein bisschen weiter nach oben, vor allem aufgrund der Nachricht, dass Warren Buffett mit der Berkshire Hathaway 5% an 5 führenden japanischen Handelsfirmen gekauft hat. Das zieht den Nikkei nach oben. Die chinesischen Aktienmärkte auch sehr positiv, nachdem der Dienstleistungs-Einkaufsmanager-Index deutlich besser war als erwartet, während der Produktionssektor schwächer war als erwartet, möglicherweise wegen den Flutungen, wegen Überflutungen ja in China. Sie haben vielleicht davon gehört. Jedenfalls ist das etwas jetzt gewesen, was die Märkte nochmal nach oben gebracht hat, die US-Futures nach oben gezogen hat. Das Interessante oder das Seltsame an dieser Entwicklung ist, dass wir plötzlich eine positive Korrelation haben zwischen dem S&P 500 und dem VIX, also der Volatilitätserwartung. Wir sehen nämlich, dass der S&P 500 stark der VIX auch steigt. Normalerweise ist es tendenziell andersrum. Normalerweise fallen ja Aktienmärkte, wenn die Volatilitätserwartung steigt. Und umgekehrt schauen wir uns mal hier an. Diese positive Korrelation, die wir jetzt sehen, die ist auffallend und ist häufig gewesen in der Nähe von Tops, die dann zumindest zu einer scharfen Korrektur geführt haben. Muss diesmal nicht so sein, aber es ist schon auffällig, was wir da derzeit sehen. Und wir haben jetzt einen VIX, der auf einem Niveau ist, auf einer Höhe,
Höhe ist, wie es eigentlich ungewöhnlich ist, wenn ein Index auf einem Allzeithoch ist. Nämlich, wir haben jetzt den VIX auf dem höchsten Stand bei gleichzeitigem Allzeithoch des S&P 500 seit dem Jahr 2009. Was ist da los? Das ist eine große Frage. Es hängt wohl auch mit einer gewissen Euphorie im Optionsbereich zusammen, was wir hier zunächst noch sehen, dass es eben doch der einzelne Sektor Tech ist, der die ganze Geschichte nach oben bringt. Ohne den Tech-Sektor wäre der S&P unverändert, wäre also praktisch nicht höher. Jetzt sehen wir aber hier mal diese Optionsgeschichte. Wir haben sozusagen in Relation zu dem Volumen, das überhaupt bewegt wird an den Märkten, an der New York Stock Exchange, sehen wir, dass 12% jetzt Optionsvolumen sind. Wenn Sie sich diese Grafik mal anschauen, dann sehen Sie, wie das nach oben geschossen ist. Also die Optionen haben ein bisschen sozusagen den Markt erobert und sind wohl einer der Gründe für den Aufschwung der Märkte, denn die großen Player, die sind jetzt nicht mehr unbedingt so wahnsinnig long, aber es ist nach wie vor eben so, dass wenig Absicherung der Fall ist. Wir sehen hier unten das Put-Call-Ratio auf einem neuen Tief. Das heißt, wir sehen, dass auch über Optionen sich kaum abgesichert wird. Es ist praktisch eine Situation, in der alle all-in sind und sich sagen, naja, was soll passieren? Wir haben die Fed, wir haben die Rückendeckung, soll der Katalysator sein für fallende Kurse? Und in der Tat, momentan scheint nichts darauf hinzudeuten, dass jetzt irgendwann etwas nach unten kommt. Wir haben in den Wahlumfragen die Situation, dass Trump immer mehr aufholt, also die Wahrscheinlichkeit steigt, dass Trump Präsident bleibt, was der Wall Street sicherlich nicht unrecht wäre. Insgesamt sehen wir aber hier in dieser Grafik, dass die Volumina, die an den Märkten gehandelt werden, deutlich, deutlich gering sind. Das ist schon sehr, sehr wenig, was da passiert. Und dadurch können eben auch solche Geschichten, die über Optionen laufen, die Märkte durchaus stark beeinflussen. Wir sehen heute einen DAX, ich habe jetzt keine Charts für Sie vorbereitet, macht aber nichts, weil die können Sie ja manchmal selber schauen, gell? Der DAX bei 13.100 Punkten. Wir sehen die US-Futures ein bisschen höher, Nikkei, als ich zuletzt geschaut habe, 1,8% im Plus, Chinas Aktienmarkt deutlicher noch im Plus. Also es herrscht sozusagen jetzt am letzten Handelstag im August nochmal eine Hurra-Stimmung. Wir werden nächsten Montag den Labor Day in den USA haben und dann bin ich gespannt, wie die Märkte agieren. Jetzt ist sozusagen noch die totale Euphorie am Start. Man feiert, dass man sozusagen eine Art Garantie hat durch Notenbanken und Staaten. Die Folgewirkungen und der Preis, den wir dafür bezahlen müssen, das ist erstmal etwas, was man verdrängt, aber was man vielleicht doch besser erwähnen sollte. Denn alles hat seinen Preis und das, was derzeit passiert, hat einen relativ hohen Preis. Ich wünsche jetzt einen wunderbaren Start in die neue Woche und sage Servus und Ciao.